Hallihallo ihr Lieben. So, für mich geht es jetzt gleich los ins alte Zollhaus zu uns, denn wir haben da eine freie Arbeit zum Thema Flamenco-Hochzeit. Also ich hoffe, ich bin halbwegs passend angezogen. Eins ist klar, meine Frisur habe ich irgendwie, ich sehe aus wie hier unten explodiert. Naja, egal. Versuche euch da ein bisschen nachher mitzunehmen. Bin selber schon riesig gespannt, wie die Deko und so weiter werden wird. Und jetzt losgehen. Dann bis gleich. Hier ist unsere bezaubernde Braut, liebe Emmeline. Die wird gleich nämlich hübsch gemacht, noch hübscher als sie schon ist. Erstmal Brautkleid aussuchen. Hier haben wir Jochen wieder. Oh, ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Die Deko steht schon. Jetzt sieht es hier schon ein bisschen voller aus. Die liebe Jessica ist hier schon fleißig am Werkeln. Meine liebste Sue ist auch da und hat richtig geile Papeterie gemacht. Das sind die Drinks und es ist geformt wie ein Fächer. Mal gespannt, wenn sie fertig ist. Da wird die freie Trauung stattfinden, da wird gleich noch ein bisschen dekoriert. Ihr Lieben, wir sind heute hier, um etwas Magisches zu feiern. Vanessa, du hast mir erzählt, dass es für dich wirklich ein großes Glück war, dass ihr beide euch wiedergefunden habt, weil ihr euch so lange aus den Augen verloren hattet. Montag. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin gestern Abend gut nach Hause gekommen. Dank dem Bearded Bartender. Ich bin dann tot ins Bett gefallen und jetzt bin ich wieder halbwegs wach. Das heißt, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Die Woche hat schon wieder angefangen. Und die Ergebnisse gibt es dann irgendwann.